Ja, herzlich willkommen bei den Dumanis. Ja, wo sind die Dumanis? Ja, ihr könnt vorstellen, da 300. Ist noch einer. Nein, alle wir sind da. Nicht in der Türkei. Diesmal bin ich wirklich in Deutschland. So, ja, wir sind hier, 2 Tage ein bisschen entspannt, war auch richtig gut. Ja, wir haben so viel Essen gegessen, dass die Jungs gesagt haben, ey, wir haben auch richtig Bock auf Türkisch. Ja. Wir haben einen Kollegen, Kiki, der ist ein Kunde von uns, auch seine anderen Brüder, der Vater ist auch Kunde bei uns. Alle. Und er hat uns schon seit Monaten eingeladen, ne? Der arbeitet in so einem Kebab-Haus. Ja, ja, ich kann euch das mal zeigen. Und dann hat er gesagt, Digga, komm zu uns. Es schmeckt so gut wie in der Türkei. Das nee, er hatte dir mal türkische Pizza. Kebab-Haus. Und der hat auch 4,9 Sterne von 151. Ja, und dein Handy blendet voll. Ja. Ist doch egal. Jetzt. Das wird ihr auch da sehen. Also, wir gehen da mal hin und gucken mal, ob es wirklich so gut schmeckt. Weil wir haben natürlich die Erfahrung aus der Türkei, gerade frisch noch im Gaumen. Ne? Aber ich wollte noch was sagen. Der Junge hat dir immer dir einmal türkische Pizza von seiner Mama mitgebracht. Die von seiner Mutter waren die Bombe, muss ich sagen. Aber er hat gesagt, die schmecken genauso. Naja, das glaube ich nicht. Aber die werden schon gut schmecken, wenn er schon so viel Werbung macht. Genau. Ich muss sagen, die von seiner Mutter waren fast so gut wie von Oma oder nicht. Genau, wir fahren nach Walsrode, sind circa, keine Ahnung, Stunde Fahrt. Ja. Ja, stimmt, so ein schönes Wetter. Können wir ein bisschen, die Hunde nehmen wir mit, die kriegen Döner nachher von uns. Und ein bisschen aufgeräumt haben wir. Jawohl, ein bisschen Gartenarbeit, Freunde. Ja. Muss sein, muss sein. So, liebe Freunde, ein schöner Tag, leider nicht für mich. Ich habe keinen Gärtner, also muss ich hier selber gärtnern. Was soll ich machen? Aber irgendwann kann ich mir bestimmt einen Gärtner leisten. Aber zurzeit noch nicht. Zurzeit muss ich den Kram selber machen. Hopp. Ich wünsche dir nochmal schöne Feiertage. Wir sehen uns die Tage. Ja, Walsrode angekommen. 50 Minuten gefahren. Ja. 50, aber ging schnell. War okay. Ja, halt nur über Land, ne? Ja, Wetter ist richtig schön. Was haben wir? 21 Grad. Ja. Richtig angenehm das Wetter. Walsrode ist auch ein schöner kleiner Ort. Ja. Ist schon ein bisschen größer als Rotenburg. Genau. Ne? Ehrlich? Ja. Walsrode ist größer. Also auch hier ganz viele Dönerläden, Imbiss und was hier, ne? Viel, ja. Hier gibt es richtig viel. Hier, da. De Piero. Ja, 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 ja. Hier gibt es viele Sachen. CLS Facelift. So, jetzt wollen wir mal gucken, vorne links, nicht hier, ne? 100 Meter, nicht hier, sondern an der Ampel da. Also, ja klar, ich bin ein bisschen gespannt. Kiki sagt natürlich in großen Tönen, wie geil das alles schmeckt. Aber so musst du reden, wenn du da arbeitest und Werbung machst, ne? Ja, auf jeden Fall, so muss man reden. Ich denke mal gleich hier links und dann? Hier links, durch und wieder links. Ja, okay. Ja, na, aber Mehmet wird ja die... Wir sind gleich da. Der ist ja der Feinschmecker, der aber Mehmet. Ich hau meine Meinung raus. Ist mir egal, ob Kiki, Miki, Liki oder nicht. Bei uns gibt es keine bekannte Bonus, oder nicht? Wir das Fleisch gleich genau. Schmecken. Wir probieren das einfach und dann wird nachher mal erstmal unter Urteil abgegeben. Ne? Und außerdem für uns ist es auch mal gut. Wir haben einen kleinen Ausflug jetzt gemacht. Gestern zu Hause gechillt. Ja, heute auch mal ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Wir waren ja lange draußen im Garten, Schatz. Ja. Und das haben wir uns jetzt verdient. Da kommt auch ein schöner Porsche. Dann sehen wir uns gleich beim, wie heißt der Laden? Torino Kebab. Torino Kebab. So, hier soll es irgendwo sein, ne? Aber ist auch eine schöne Straße. Ganz durch die Straße und links. Das ist auch eine schöne Einkaufsstraße, ja? Eine Nebenstraße. Es gibt zwei von denen. Hier, guck. Wie? Urfa. Oh, okay, noch ein Imbiss. Aber hier gibt es viele Imbisse, glaube ich, ne? Ja, ja. Am Ende der Straße ist auch noch ein Dönerladen. Okay. Und gleich links die Parallelstraße. Ich glaube, hier am Ende der Straße haben wir auch schon mal gegessen, Schatz. Nee, das war die Parallelstraße. Ah, okay. Das war der Dönerladen von unseren Kollegen, weißt du? Bei UFO haben wir mal gegessen, genau. Ne? Nee, bei so einem Grillhaus haben wir gegessen in Walsrode. Okay. Wir sind angekommen, mal gucken. So, wir wollen hier noch mal was essen. Kiki, du hast so viel erzählt hier, bla bla bla. Ja, wollen wir jetzt gucken, hier Tacheles reden, ne? Da sind die Spieße. Seit einem halben Jahr jetzt. Ah, okay. Etwas mehr als ein halbes Jahr. Ah, okay. Warte, wir probieren, ne? Ich wollte nach Bremen fahren. Guck mal, warte, siehst du, er macht gerade langsam schon so. Ja, ich wollte nach Bremen fahren. Dann denke ich, Kiki, warte mal, Alter, ja? Da fahre ich mal auf jeden Fall. Also, da sehe ich euch schon die türkische Pizza zu. Lach mal, den essen wir auf jeden Fall. Guck mal hier. Ja. Na, die probieren wir auf jeden Fall. Er macht gerade frisch aus dem Ofen. Guck mal. Ja. Oh. Ach, guck mal, wie die aussieht. Guck mal, ja. Mal gucken. Wie geht's, Papa? Lecker sehen sie aus. Spieß, dünner Spieß sieht auch gut aus. Mal gucken. Bulgur haben die. Salat sieht auch richtig frisch aus. Bei Salat kann man das ja immer direkt sehen. Oh, Baklava war frisch gebacken für uns. Aber schöner Laden. Seit wann gibt es den? Ihr macht ja viel türkisch, ne? Ja, aber so der Style ist nicht so türkisch, ne? Aber nee, das ist, ich sag mal, ein bisschen modern. Italienisch irgendwie, so auch der Name, wie kommt der auch vom Namen?
Der Name ist, das ist eine andere Geschichte. Okay, okay. Wir nehmen mal Platz hier, komm. Wollt ihr draußen sitzen oder wollt ihr drin sitzen? Nee, hier ist schön. Hier ist Durchzug, hier links. Ne? Hier ist doch schön, oder nicht? Oder ich mach die draußen auch geschwärtig. Ne, wir essen drin, ja. Bisschen kühl draußen. Hier nachher, Tee drin draußen. Was ist los hier? Was hast du im Coffee-Laden hier? Frühstücken. Ohne Alkohol, Digga. Das ist, und die bieten alles an und alles halal. Das ist der Nachfahre von Propheten Adam. Ah, okay, also der Besitzer. Ist, ja, ja, der ist strikt. Wow. Ah, okay. Also Leute, nur halal. Alles halal. Alles halal. Also Döner gibt es, Lakmacun. Also von außen hätte ich nicht gedacht, dass es ein türkischer Laden ist, tue ich. Baguette, ich auch nicht. Also das sieht wirklich so ein bisschen italienisch. Als er mir den Namen gesagt hat, habe ich auch gedacht. Ja, also Pide, Rollo, oh, die haben Rollo. Also ich bin mal gespannt. Mal gucken, was gibt's. Ich muss türkische Rollo, Pizza probieren. Auf jeden Fall, türkische Pizza muss man probieren. Pizza haben die. Na, auf Hamburger, jeden Fall, türkische Pizza muss man probieren. Calzone, Nudelgerichte. Also alles heute. Also sehr vielfältig. Torino. Also, Jan, hier gibt's auch Schnitzel. Aber eben halt Helal. Ist gut, ne? Ja, eigentlich. Der Laden ist gut allgemein, aber ja. Wir gucken also mal. Also hier gibt es auch Rollo. Rollo ist so typisch Bremen. Ja, aus dem Bremer Raum ist das, ja, ne? Das ist ja eigentlich Dürüm. Ganz normal Dürüm mit Käse drin, überbacken. Genau. Überbackener Dürüm. Also Mehmet hat früher immer gesagt, nee, wie kann man Salat überbacken? Aber es schmeckt gut. Ja. Also lach mal, den probieren wir auf jeden Fall, ohne Ende. Also, aber weißt du, was das Problem ist? Jetzt weiß ich nicht, was ich essen soll. Ja, er ist wirklich viel Auswahl hier. Ja, ne? Ja. Hausgemachter Lachmannchen essen wir auf jeden Fall, will ich gerne probieren. Vielleicht können wir noch mal eine Portion Döner probieren. Ja. So mal einen kleinen Teller in die Mitte, dass wir von hier ein bisschen was haben. Ich würde auf jeden Fall hier, das hört sich sehr lecker an, hier Köfte im Boot. Ja, hört sich auch voll an. Also hätte ich auch nicht, weil, ja, oder du nimmst hier diesen Torino-Teller, da hast du alles. Fleisch, Hähnchenfleisch, genau, Köfte, da hast du alles bei. Ja, Torino-Teller. Da hast du alles. Mit Reis oder Pommes, aber... Ja, finde ich auch. Torino ist alles gut. Ja, weil da hast du dann alles. Da hast du guck mal, weil du hast Torino, Fleisch, Köfte und Lahmacun. Einen, das ist schon mal gut. Genau. Da hast du Kalbfleisch, Hähnchenfleisch, Köfte, Lahmacun. Ja, und dann eben halt mit Reis oder Pommes. Einen, hä? Würde ich sagen, oder? Ja, aber ich will da noch ein Köfterbrot, weil da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ja, ja, dann nimm so Köfterbrot. Oh, ich weiß auch nicht. Aber ich will auch türkische Pizza wiederum. Ja, die nimm mir ich in die Mitte. Ich esse halt Torino-Teller, wie ich gesagt habe. Pizza wollen wir hier nicht probieren, das dürfen wir nicht hier, ne? Nein. Wir haben hier keine Pizza. Ich will mal hier gerne Köfte. Ich bin eigentlich gelaufen. Also San möchte wahrscheinlich alles bestellen. Aber Pide, sie hört sich auch gut an, Mehmet. Ich sag dir ja, ehrlich. Ja, eine Pide können wir auch mal nehmen. Hast du gesehen, die haben ja auch Schnitzel. Die haben auch Schnitze. Wir haben hier, Mehmet, hier 34, guck mal nochmal 34 bei Pide an. Was ist das? Guck mal, was das ist. Das hat dir gefallen. Oh, Pastamale Pide. Ja, das hört sich super an. Schau mal, Pastamale Pide, nimm mir. Aber dann musst du ohne Oliven. Kiki, wer macht die Bestellung? Du? Ich mach, was du willst. Sag mal gerne. Ich mach, was du willst. So, gib ihn, was willst du haben? Du kennst meinen Trick immer, ne? Ja, das stimmt. Wir bestellen immer und die meisten. Jeder sagt dann, ja, ich kann mir das merken. Und dann? Und dann zum Ende fehlt die Hälfte. Genau. Aber er sagt, er merkt sich das. Kiki merkt sich das. Er ist gut. Wenn nicht, dann. Also auf jeden Fall haben wir zwei Torino-Teller bestellt. Genau. Ich habe einen Gemüsedöner bestellt und du hast einen. Pass immer Pide, ne? Genau, aber Pide stehe ich immer. Also der Laden sieht richtig süß aus. Und er hat hier nochmal auch einen Nebenraum, muss ich jetzt mal zeigen. Wenn man irgendwie mal mieten will oder sowas, kann man auch mal hier an der Seite. Hast du so einen kleinen Raum für Familien, ne? Ja, genau, richtig. Genau, hier hat er nochmal einen schönen kleinen Raum. Genau, kleine Geburtstagsfeiern, Familienessen oder was kann er hier gerne mal machen. Ist richtig gut. Parkplätze habt ihr auch hier genug. Also das Ding hat er für kleine Feiern, Geburtstage und sowas. Wie lange bist du jetzt hier? 6 Monate? Wir sind ja circa seit 6 Monaten. Okay, zufrieden oder nicht? Oder langsam wird's, ne? Es gibt ja viele Dönerläden, ne? In Walzerode, muss man jetzt sagen. Aber nur die Qualität schafft das. Richtig. Aber Parkplätze hast du auch genug. Weißt du, die meisten haben Probleme, wo zu parken. Eine sehr große Terrasse. Ich gehe einmal mal rum, ich guck mir das mal an. Ja, ja, in Walzerode, könnt ihr mal herkommen. Also wir essen das erstmal. Also parkplatzmäßig hat er auch richtig viel hier, ne? Ihr könnt wirklich überall parken hier. Eine große Terrasse hat er hier. Ihr könnt hier rumgehen, halt ich dann mal. Genau, Sitzplätze hat er ja auch richtig viele draußen. Überall sitzen. Ein großer, schöner Laden, auch richtig gemütlich. Klar, wir sind hier dafür, um die türkische Küche zu testen. Und dann schauen wir mal, was alles läuft. So.
Freunde, ihr wisst, ich bin neuerdings Gourmet geworden. Ich bin überall, ne, da und da, Europa, Türkei, überall was gegessen. Ja, die Marke kenne ich aber gar nicht hier. Kiki, die Marke kenne ich hier gar nicht hier, ne? Was sagst du? Hier, Time Break, was ist denn das? Timbuk, das ist ein Timbuk? Ja. Trinkt so einen Saft. Ah, okay. Den gibt's nicht relativ oft in Deutschland. Also probiere ich auf jeden Fall mal eine. Ja, musst du. Ja, sieht gut aus. Richtig gut aus. Ja? Also, er macht hier alles selber, alles frisch, Brot, alles Teig, alles selber gemacht, ne? Fleisch, was für ein Fleisch nimmst du? Kann richtig ich mal immer Hähnchen, klar. Hähnchen ist immer, kann man nicht viel falsch machen, oder doch? Kann man? Beim Hähnchen ist, kann man nicht vieles falsch machen. Aber das ist das Wichtigste. Ja, wir haben hier originales Kebabfleisch, keine Drehspitz. Das ist über 96% nur Fleisch. Okay. Ne? Das ist eine Ansage, ne? Auf jeden Fall. Ne? Ganz genau. Ja, fettig ist ja schon gesund, man sieht das auch, dass genau. Da nicht so diese ganzen Fettschichten rausgucken. Ganz genau. Ja, wir probieren auf jeden Fall. Bin aber gespannt, wie das schmeckt auf jeden Fall. Freuen uns. Ja. Mehmet hat sich umentschieden. Ja, bei der Pita habe ich ein bisschen umentschieden. Ich nehme mal mit Kuschbarstück, also mit Fleischstücken. Ja, ist alles lecker, ne? Und wir haben ja heute Morgen haben wir kein Brot zu Hause gehabt. Nein. Und dann wollte Tui, dass ich Brot kaufe, weil alle Bäcker haben zugehabt. Und wir haben auch keine Aufbackbrötchen. Nein, Honigburg hatte ne? einen, aber du wolltest nicht so weit fahren. Ja, aber dann, gehabt, dann, 30 dann, Kilometer wie ein paar Brötchen zu dann wollte ja? ich backen, dann gucke ich nicht mal ein halbes Kilo Mehl. Ja, dann haben wir gesagt, komm, hier, wir essen ja gerne Instant. Nudeln für Notfälle habe ich immer da. Genau, habe ich gesagt, komm, Alter, geben wir uns da ein paar Nudeln. Haben wir auch gemacht, aber nachdem wir im Garten so viel gearbeitet haben, habe ich einen Bärenhunger bekommen auf einmal, ne? Ja. Normalerweise essen wir so um 4, 5 Uhr. Ja, bin mal aber gespannt. Ist ja auch schon jetzt halb, bis wir essen. Auf jeden Fall, ne? Auf das Getränk bin ich mal gespannt. Probier mal. Ich auch. Das gibt es auch mit Wassermelone. Aber ich bin der Meinung, ich habe das in Kiwi schon mal in Prag getrunken. Ist hier mit Mango, kommt aus Polen. Das kann sein, dass hier im Dings gibt es, auf jeden Fall. Also ich meine, das mit Kiwi habe ich in Prag schon mal getrunken. Du hast es nicht geschüttet, Schatz. Oh, muss man das auch schütteln? Ja, Lan? Hm? Ja. So, er ist jetzt unter den Barkeepern gegangen. Ja, aber ich dachte, es ist mit Kohlensäure. Deswegen habe ich nicht geschüttelt, aber es ist keine Kohlensäure drin. Ja, okay. Egal, schmeckt aber gut. Dann ist auch gut. So, Tui wollte mit Gemüsedöner haben. Mal gucken, Gemüse hat er ganz frisch drin. Frittiert er natürlich ganz doll. Und ab geht die Post hier, ne? Jawohl. So, was macht der junge Mann? Hier, lach mal schon auf. Urfa-Style, selber gemacht, Teig selber gemacht, Mischung selber gemacht. Schön dünn, da sind wir mal richtig gespannt. Schön auf knusprige Basis, ne? So, jetzt das kommt, ist das ist die, genau, Kuschbarschepeter geht schön rein. Oh, mal gucken, jawohl. Jawohl. Da sind wir aber mal gleich mal gespannt, ne? So sieht natürlich alles ganz, ganz toll aus. Freunde, wenn ihr in Walserode seid, ich esse erstmal und dann empfehle ich euch mal weiter. Ich muss erstmal probieren, ihr wisst es. Vom Probieren kann ich jetzt nicht sagen, wie das schmeckt. Geruch ist toll. Schade, dass es keinen Geruchsfernseher gibt, ne? Freunde, so sehen die aus, wenn die rauskommen. Guckt ihr die mal an. Jawohl, ne? Schön. Die sehen auch gut aus hier, ne? So, ich bin mal gespannt mal gleich, wenn wir die mal probieren. Ja, Präsentation auch schön. Und dann probieren wir die mal schön. So, Tui, jetzt wollen wir mal gucken hier. Ich teile aber mal. Das sieht so richtig knusprig aus. Oh, ja. Ist auch knusprig. Oh, ich teile die mal damit auf. So. Könnt ihr auch mal teilen und dann probieren einfach. Also, hier, Alter, noch nie sowas gesehen. Also alle greifen hier voll an. Oder hat er gesagt, als ob wir hier noch nie im Restaurant waren. Der nächste kommt auch schon. Sieht aber heftig aus. Oh Mann. Als ob wir noch nie ein Restaurant gesehen haben. Alle greifen hier an. Aber der Teig sieht auch richtig lecker sehr, aus. Sehr, sehr dünn und sehr, sehr knusprig. Guck mal, Freunde, einmal hier ein bisschen Zitrone nehmen. So, kriege ich eine Gabel. Halt mich man die Kammer. Hört das auch. Mm. Kriege ich eine Gabel, Mama? Mm. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Salat. Ja. Ja, ein bisschen Rotkohl, ein bisschen Zwiebeln. Mm. Also Steigmüse, richtig dünn. Ja, das habe ich schon gesehen, dass der Teig man hört es auch, ne? Ja. Perfekt. Probier ich. Ich habe Kuschbarsche Peter genommen. Also sieht auch richtig gut aus, ne? Auch hier fluffiger Teig. Man hört es, ja. Und ja, schön groß, ne? Richtig groß, ne? Ja. Also was man also geistesgeil, kommt man hier auf jeden Fall hin, ne? Lecker. Also ich habe die türkische Pizza jetzt probiert. Hammer. Mhm. Man muss ja sagen, normalerweise, wenn du Pide bestellst, ist Hälfte von der Größe. Allein muss ich sagen, der macht seinen Teig selber.
alle Teile, sehr sauber der Laden, sehr sauber. Der ist jetzt neu, 6 Monate, klar. Ja, der schön serviert hier mit diesem Holzbrett. Er braucht natürlich ein paar Monate, dass er mal richtig so einen alten Insider raucht. Genau. Ne? Weil die Stelle findest du jetzt auch nicht beim Vorbeifahren, also muss nicht schon irgendwie... Genau, ein bisschen Werbung, aber hier auf der so Platz ist für Familie richtig im toll. Im Sommer hier ein bisschen chillen, parkplatzmäßig auch sehr schön. Also ein toller Laden, so richtig erfrischend. So, keine Ahnung, muss man jetzt sagen, oder? Schmeckt alles frisch. So, Leute, Teller ist da. Burino-Teller. Guckt euch an, hier ist alles Köfte, Lachmatun, Fleisch. Ihr wolltet ja, also, naja, was heißt, ich teste ja immer gerne das Dönerfleisch. Also er sagt 96% nur reines Fleisch ohne Fett. Ja. Schatz, ja. Aber jetzt will ich mal was sagen. Doch, also Preis-Leistung ist Hammer. Top. Keine Ahnung, was es kostet. Freunde, kommt nicht. Wirklich? Wirklich? Freunde, 15 Euro. Freunde. Aber eins muss ich mal dazu sagen. Essen ist Dönerfleisch. Ja, machen wir. Eins muss ich sagen, der Preis ist so günstig. Ja, Wallah, 15 Euro für so einen riesen Teller, das gibt's ja gar nicht mehr irgendwo, ja? Unglaublich, ey. Also, tui. Ja, deswegen sag ich ja Preis. Da kann er ja gar nicht von leben also heutzutage. Das Kalbdönerfleisch finde ich sehr lecker, das probieren wir das Hähnchen. Also richtig toll. Ja? Also Kalb, hast du gesagt, war lecker? Schmeckt meistens lecker. Kalb ist lecker. Grillgemüse, Leute, sowieso immer gut, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, ist die Größe denn Promi-Bonus? Das wäre nicht okay. Also die Köfte sehen auch sehr geil aus, ne? Oder? Ja. Ich glaube nicht, weil mit die Pide macht er ja selber. Ja, die Pide ja hat ja eine Einheitgröße, er kann ja nicht größer nehmen. Köfte, ne? Haben. Ich probiere eine ja gerne. Ja? Pack mal hin. Dann kannst du einen hier Kuschbasche-Dings nehmen. Pide schmeckt gut. Pide schmeckt gut. Also das Geilste ist hier bei Torino, das ist auch diese Vielfalt halt. Ne? Du hast Lachmagen, du hast Fleisch, genau. Du hast alles. Also für drin, jeden, ne? Eigentlich was dabei, ne? Finde ich geil, hätte ich mal so einen Torino-Teller genommen. Nächstes Mal, inshallah. Das ist mein Gemüsedöner. Okay, wolltest du nicht einen Teller haben? Nee, wollte ich nicht. Okay, wollte sie gerne ein Brot gerne haben. Genau, ne? Genau. Und er hat gerade gesagt, das ist so eine Eigenkreation vom Brot, das ist einzigartig. Er sagt sogar, noch besser als der Torino-Teller. Also ich finde den Torino-Teller richtig böse. Ja, er sieht richtig gut aus, weil auch das Auge ist natürlich mit. Ne? Und ja. 1A. Optik 1A, Geschmack sind die Kinder auch begeistert. Also mein Pide finde ich auch toll. Ich mag normalerweise dünne Pide, aber sein Teig schmeckt lecker, sodass ich sogar ohne Beilage nur den Teig esse. Das erinnert mich von meiner Mutter den Teig, weißt du, so wie Czörek. Ich liebe den Teig, was er hier zaubert. Also Preis-Leistung ist böse, muss man jetzt sagen. Also wie gesagt, also ich guck noch mal. Er muss erhöhen, dem ich guck, ich guck noch mal nach, aber ich bin mir sicher, dass das... Ja, da, Torino-Teller, 15 Euro. Also habe ich mich nicht getäuscht. Ey, er muss da erhöhen. Also, jetzt so auf dem ersten Dings empfehlen, ja oder nein? 100%. 100%? Ich muss mal ja, ich bin baff. Ich bin einfach baff. So, ich probiere mal das Brot. Mehmet probiert den Köfte. Ich habe nämlich noch keinen Köfte probiert. Ja, probier Köfte, ist gut. Boah. Toller Geschmack. Und das Brot, auch nach meinem Geschmack, schön knusprig. Also Fazit, es läuft. Also Preis-Leistung. Also wenn ich hier nicht in der Kanne Lebensmittel und Vergiftung kriege, ist alles toll. Also schmeckt gut, wirklich. Ja. Also entweder ist mein Magen klein geworden. Ich bin voll, Alter. Okay, ich habe hab den Lachmagen gegeben. Und der, es ist groß, Schatz, Alter. Ne? Also der ist mal, groß, ja? Der war hier und jetzt habe ich das schon quasi die Hälfte aufgegessen. Du musst mal überlegen, das sind ja bestimmt so 50 Zentimeter waren das bestimmt. Keine Ahnung, es ist riesig. Leute, eins muss ich sagen, aber oft Döner-Teller gegessen oder sowas. Hier ist immer noch viel und Wallah, ich bin satt. Ich hatte noch lange keinen Döner. Aber das ist kein Döner-Teller. Ja, mäßig Teller. Also er wird nicht hier, er wird nicht so schnell satt. Ja, genau, das ist es. Und was sagst du? Bei mir genau das Gleiche. Ich bin jetzt nicht voll satt, aber ich kann noch ein bisschen essen, aber ich kann den Teller auf jeden Fall nicht aufessen. Nicht so viel, ja, muss man jetzt sagen. Also hier mit großem Hunger herkommen und man merkt auch bei ihm, er gibt sich ein bisschen Mühe. Ne? Also das ist schon Leidenschaft. Leidenschaft ist bei ihm da. Du merkst, andere machen das so aus Spaß, bam, 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 haut genau. Das einfach, Rauchkohle zu machen. Aber wisst ihr, die wichtigste Zutat, wer das Essen schmecken soll, ist Liebe. Also ich habe das Gefühl, er mag seinen Job, er ist sehr pingelig, es ist sehr sauber hier, so clean alles. Ja. Also muss man jetzt sagen, wirklich, sehr sauberer Laden. Er gibt sich Mühe und ich glaube, er wird es auch hier schaffen,
das hier. Ich denke auch, ich denke auch. Also wenn er dieses Level hält. Mit der Qualität, genau, kannst du ja locker schaffen. Genau, genau. Also bin ich überzeugt davon. Ich auch. Mal gucken, wie sein Chai schmeckt. Das ist so für mich immer, du weißt, ne, der Chai entscheidet. Der Chai entscheidet hier von Hop oder Top. Weißt du, hast du nicht noch Planet Istanbul? Planet Istanbul, ja, da war das nicht. Schatz, aber eins muss ich gleich mal erfragen, oder du, ob das Kamerabonus ist, weil das ist für 15 Euro, Schatz, das ist ja, viel zu viel. Ich frage ihn auf jeden Fall direkt, aber wenn Leute kommen und dann sagen, hier MT-Cars gibt es hier 0,1% Rabatt. MT-Cars mit dem Rabattcode. Du weißt, dass du überall jetzt Schulden hast, ne? Ja, egal. In jedem Laden. Zahle ich mit meinem guten Namen. So, jetzt kommt Fragen der Fragen. Hast du einen schönen Tee? Natürlich. Walla, hä? Ja. Wirklich? Kaffee, Tee, was? Nein, ich möchte gerne schönen Dämlichai. Deine Knoblauchsoße. Ja. Die schmeckt wirklich geil. Keine Ahnung, machst du ihn selber oder was ist das? Ja klar, wir bereiten die jeden Morgen selber vor. Okay, weil du weißt, Jajik schmeckt irgendwie auf eine andere Art. Ne? Genau, aber du hast richtig. Wir haben auch jetzt wirklich den beste Joghurt, ne? Griechische Joghurt. Ich muss sagen, merkst das, ich habe wirklich. Jajik ist so dünn, bla bla bla. Aber du hast so richtig cremig, merkst auch noch richtig den Knoblauch, wie er so dazwischen kommt. Muss ich jetzt sagen, wirklich, habe ich noch nie so gegessen. Dankeschön. Ne? Und ich muss eins sagen, bei ihm merkt man auch, dass er ein bisschen hier mit Liebe arbeitet. Ne? Also, vielen Dank. Und ich will mir, das ist das. Hier, du kannst auch, das sind meine Kunden. Erzähl mal, wie schmeckt er hier? Super, ich bin das erste Mal hier, weißt du, was ich meine? Ich habe gegessen, es schmeckt wirklich gut. Portionen sind richtig groß und mega, richtig mega. Lecker, Alter, muss ich jetzt sagen. Hand zubereitet, mit Liebe zubereitet. Unglaublich. Ich kenne den Laden schon von seiner früheren Stelle noch. Okay. Also Kiki hat mir den Laden mehr empfohlen, er sagt, komm mal her, ist mal bei mir. Und heute nicht sowas Vergleichbares hier. Ja, ist viel Arbeit. Ne? Niemand macht sich die Mühe, selber Brot zu machen, selber Teig, selber Soßen zu machen. Boah, allein das Fleisch. Allein schmeckt das wirklich böse, muss man sagen. Nein, er wird es auf jeden Fall schaffen. Also ich bin mit ihm sehr überzeugt. Es kommt jetzt auf den Tee, wie der Tee ist. Das ist aber das Wichtigste. Also den Tzatziki, den macht er selber. Da habe ich nachgefragt gehabt. Okay. Und zwar, er macht das aus irgendwie Joghurt. Ja, richtig guten griechischen Joghurt macht er das. Ne? Keine Ahnung. Mehmet, wir haben ein Problem, wir sind alle satt, aber guck mal, was liegt da noch. Kiki, Alter. Ja, da liegt auch noch was. Ach, das schaffen wir ja. Komm, ich habe noch einen Köfte nochmal bekommen. Aber Köfte schmecken so gut. Köfte schmecken wirklich gut. Jo. Der Tzatziki, unglaublich gut. Unglaublich. Wirklich, da frag ich nicht nur so. Feier ich, wirklich. Ein toller Laden, ne? Aber. Ja, das einzig Schlechte ist drin, ist nicht Raucher. Spaß. Also, wir sind wirklich, wir haben auch nicht mehr geschafft zu essen. Aber jetzt haben wir unsere Baklava, ich krieg schon meinen Tee gleich und dann schön Tee, Chai, Baklava, danach eine rauchen, bin ich glücklich, ja. Und hier. Also wunderschön, der Platz. Gut aus, guck mal. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Schluck auf. So, also eigentlich können wir unser Resümee ja geben. Es ist wirklich eine gute 8,9. Da würde ich auch geben. Guter Döner. Also Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sogar noch mehr als 8,5 geben. Also ich sag mal, heutzutage, wo gibt es so einen Teller? Deswegen. 15 Euro, das ist ja noch nicht mal ein normaler Döner-Teller. 15 Euro bezahlst du für einen normalen Döner-Teller mit Pommes. Das Problem ist, da hast du genug Salat drauf. Drei Köfte, eine türkische Pizza und Fleisch. Genug Fleisch. Und Pommes noch dazu. Ich hoffe, er kann es halten. Also ich fand es hart. Also ich finde es ehrlich gesagt, also fairerweise muss ich ehrlich sagen. Portion kleiner machen, irgendwas. Es ist nicht viel. Genau, deswegen, also auf Dauer. Aber er ist der Geschäftsmann, er muss es natürlich selber wissen. Wir als Kunde freut es natürlich. Leute, guckt euch das an. Ich bin satt geworden. Mann, ich hab's nicht mal Freunde, das, ich sage euch ganz ehrlich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall. Also, wir trinken noch unser Chai. Genau. Und dann machen wir einen schönen Abschluss. Es wird gestritten. Sie dreht schon. Ein Polo. Wenn schon. Genau, wir machen jetzt mal ein Dings hier. Komm mal her. Also eins muss ich sagen, Tui, wir sind ja, wir essen oft. Ist wahr, ne? Aber wirklich, bei dir haben wir wirklich gemerkt, Portion riesig. Muss man sagen, also wir haben schon gesagt, das ist schon wirklich too much, oder nicht? Ja. Normalerweise, es schmeckt wirklich gut, es ist wirklich mit viel Liebe, es ist sehr sauber bei dir. Also ich denke mal, so kannst du es nur einfach schaffen. Du gibst dir wirklich Mühe, man merkt auch bei dir, dass du einfach, wie du das alles zubereitest, oder nicht, Schatz? Ja, also du sollst auf jeden Fall so beibehalten, wie es ist. Service top, Baubarkeit top und die Lage ist top. Na klar, es ist nicht mitten auf der Hauptstraße, aber es ist viel Platz und ich habe meine Hunde im Auto. Dann sagt Kiki zu mir, wir haben sogar für die Hunde hier festgestellt,
Leid. Ich denke, ach du Kacke, hätten wir das gewusst, hätten wir auch festgefunden. Yeah. Also herzlichen Glückwunsch, ganz toller Laden. Empfehle ich weiter, auf jeden Fall. Freunde, wer Bock drauf hat, der Laden heißt? Torino Pizza Kebab Haus was heute. Freunde, checkt den Laden ab, ein geiler Laden. Ihr werdet also auf jeden Fall Empfehlung sein. Von der ganzen Domani-Familie. Geiler Laden, küsst eure Herzen. Abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Danke an dich. Tschüss.